Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Tom war schon da. Ein Kriminalhörspiel von Eva Maria Mudrich. Villabach, rechts ab. Schon gesehen. Nur noch 2 Kilometer. Na, was habe ich euch gesagt? 1,5 Stunden und nicht eine Minute länger. Ja, so wie du auch drauf gedrückt hast. Ist doch fantastisch, was der alte Schlitten noch hergibt. Da ist der See. Mensch, so groß habe ich mir den gar nicht vorgestellt. So weit weg das andere Ufer. Sag mal, Bernie, ganz ehrlich, war ich dir zu schnell? Ach was. Tut mir leid, ich habe einfach nicht dran gedacht. Ist dir schlecht? Nee. Ist doch alles in Ordnung, Tom. Die Häuschen da unten, das könnte es sein. Ja. Sieht aus wie auf dem Prospekt. Mhm. Nur die Bäume sind höher. War wahrscheinlich ein altes Foto. Da, das Schild, da steht's ja. Feriendorf Blimsee. Geradeaus, Tom. Tom, geradeaus, wo fährst du denn hin? Dodo. Ja, wo fährt denn der hin, Bernie? Hast du denn nicht gesehen, Verwaltung? Wir müssen doch erst noch zur Verwaltung. Stimmt das da irgendwo? Eine Beifahrerin wie aus dem Bilderbuch. Da ist es. Links. Ja. Siehst du? Unser Bernie weiß, wo es lang geht. Ich bin ganz steif. Schwesterlein, du kannst ja vorm Abendessen noch ein bisschen schwimmen gehen. Mhm. Das Gewitter zieht vorbei. Also, ich find's gut hier. Sieh mal einer an. Und wer wollte lieber zu Hause bleiben und die Kissen voll heulen? Na komm schon, steig aus. Muss ich mit? Den Schlüssel könnt ihr doch alleine holen. Ach komm doch, Dodo. Eine Luft hier. Gewitterluft. Ich mag das. Ich hab meinen Ausweis im Auto vergessen. Geht's dir gut, Bernie? Mhm. Und dir? Guck mal, da hinten ist auch ein Campingplatz. Versuch einfach nicht mehr daran zu denken. Sag mal, hat er dich eigentlich gefragt, ob du überhaupt Lust hast, mitzukommen? Ist schon gut so, Dodo. Wirst sehen. Wenn wenigstens das Wetter hält. Natürlich hält das Wetter. Hab ich doch mitgebucht. Also los. Hier, die Tür. Guten Tag. Sind Sie der Verwalter? Ja, mein Name ist Brohmann. Guten Tag. Bitte kommen Sie rein. Danke. Guten Tag. Tag. Klinger, mein Name. Wir haben ein Ferienhaus gebucht. Für gestern an sich schon, aber ich hatte ja angerufen letzte Woche, dass wir einen Tag später kommen. Klinger? Thomas, ja. Das ist meine Schwester Dorothee und das ist Herr Bernhard Röhner. Aber ich verstehe nicht. Irgendwas unklar? Ja, Sie waren doch gestern schon da. Was war ich? Sie haben doch gestern schon den Schlüssel geholt. Was hast du? Nee, das ist gar nicht möglich. Wir waren gestern noch alle zu Hause. Ich soll gestern schon? Also, wir haben nur einen Klinger auf der Liste und der hat gestern seinen Schlüssel geholt und den Mietvertrag unterschrieben hier. Moment mal, das
Das haben wir gleich. Sie wollen mich gestern hier gesehen haben? Ja, ich nicht. Meine Frau hat das erledigt. Hier haben wir den Vertrag. Ist das nun Ihre Unterschrift? Ja, nun zeigen Sie mal. Das gibt's doch gar nicht. Das sieht ja wirklich aus wie deine Unterschrift, Tom. Es ist doch verrückt. Einfach verrückt ist das. Tom, jetzt mal im Ernst. Sag mal, spinnst du? Wir waren beide gestern in der Werkstatt, Dodo. Tom hat alle Geräte aufgearbeitet, die noch da standen. Ja, da muss ein Irrtum vorliegen, Herr Brummel. Ja, also ich hole mal meine Frau. Ja. Inge, komm doch bitte mal, ja? Also wenn da was schiefgegangen ist mit dem Haus, ich kann auch meinen Urlaub nicht mehr verlegen. Nur immer schön die Ruhe bewahren, das klärt sich schon auf. Vielleicht doch zufällig ein anderer Klinger. Ja, aber die Unterschrift. Jetzt haltet mal die Luft an, ist doch alles ausgemachter Blödsinn. Guten Tag. Tag. Ja, das ist Herr Klinger, Inge. Ah, ja, jetzt erkenne ich Sie wieder. Ist irgendwas nicht in Ordnung mit dem Haus? Sie erkennen mich wieder? Sie haben doch gestern den Schlüssel geholt. Frau Brumann, Sie müssen sich irren. Tom und seine Schwester und ich, wir waren gestern noch 200 Kilometer von hier entfernt. Der Herr Klinger hat hier am Tisch den Vertrag unterschrieben. Also jetzt mal eins nach dem anderen. Ich habe ihm den Schlüssel gegeben. Also ich könnte schwören. Ich war gestern nicht hier. Sie hatten nur was anderes an. Parker mit Kapuze. Es hat ja geregnet. Ich war gestern nicht hier, das steht fest, Frau Brumann. Frage, wer hat dann den Schlüssel geholt? Wer wohnt jetzt in dem Haus? Ja, das werden wir ja gleich haben, nicht? Wir werden jetzt zusammen rübergehen und uns vergewissern. Die blonden Haare, die Brille, die Figur, also ich könnte schwören. Ist es weit? Sollen wir lieber fahren? Es ist das letzte Haus am Waldrand. Dort sind die Häuser mit dem Boot stehen. Mhm. Sie hatten ja ein Boot bestellt, ne? Ja, ich habe vor zu angeln. Und ich soll endlich rudern lernen, mein Tom. Was meine ich? Hast du doch gesagt. Also? Fahren wir? Hey, haben Sie noch Platz in Ihrem Wagen? Was soll ich nämlich meinen? Können wir uns ein bisschen quetschen? Jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Hast du den Zweitschlüssel, Franz? Ja, natürlich. Hallo? Geh nur rein, Franz. Da ist niemand. Niemand. Sehen Sie? Keine Sachen? Kein Gepäck? Moment. Ja. Die Schlafkammern sind auch leer. Na also, dann kann doch auch niemand eingezogen sein. Da auf dem Tisch. Sehen Sie mal. Mit der Schlüssel. Ja, aber es war doch abgeschlossen. Ist das der Hausschlüssel? Da war also doch jemand, sonnenklar. Der ist nur rein ins Haus, kein Gepäck oder sowas, aber... Aber wie ist er denn wieder? Hier, das Fenster, bitte, das Fenster ist nur angelehnt. Also der hat von innen abgeschlossen, hat den Schlüssel auf den Tisch gelegt und ab durchs Fenster. Ja, aber was sollte denn das? Warum denn? Jetzt sehen Sie mich doch nicht so an, ich war es nicht. Fragen Sie den Bernie Röder, wir waren den ganzen Tag in der Werkstatt. Bernie, ist das auch wahr? Dodo? Ja, schon gut, Tom, entschuldige, natürlich glaube ich euch, aber... Verstehe einer das Ganze? Jetzt will ich Ihnen was sagen. Nehmen Sie Ihr Gepäck und ziehen Sie hier ein. Und wenn sich sonst niemand meldet, dann können Sie auch bleiben. Das heißt, Ihren Ausweis würde ich vielleicht noch ganz gerne sehen, Herr Klinger. Ja, bitte. Dankeschön. Hast du dir den gestern zeigen lassen, Inge? Tut mir leid, Franz. Ich dachte doch, so ist alles klar. Ja, sonnenklar, wie wir sehen. Ja, bitte schön, ja. Nur eins möchte ich noch sagen, Herr Klinger. Wenn das Ganze ein Spaß sein soll, dann lassen Sie mich bitte aus dem Spiel. Machen Sie das untereinander aus. Und im Übrigen, falls Sie noch Fragen haben, Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Ja, komm, Inge. Ja, also dann. Schöne Zeit wünsche ich Ihnen. Danke. Danke. Scheiße, sowas. Und ich hatte gerade angefangen, mich zu freuen. Und? Irgendein Grund, sich nicht mehr zu freuen? Hm? Bloß weil diese Verwalterin nicht mehr ganz dicht ist. Und die Unterschrift? Ich brauche jetzt ein Bier. Bitte, Bernie, sei so gut, ja? Kannst du dein verdammtes Bier nicht allein holen? Man könnte den Fahrer ja auch mal ein bisschen verwöhnen. Du lässt mich ja nicht ans Steuer. Außerdem wirst du dich mit den anderthalb Stunden ja nicht gerade übernommen haben. Ist ja schon gut, Dodo. Ich gehe ja. Ich brauche jetzt ein Bier. Bitte, Bernie, sei so gut, ja?
Bezahle ich ihn etwa nicht anständig? Aber nicht als Dienstboten. Ja, was kann er denn schon mehr? Er hat einen steifen Arm, aber sein Kopf ist genauso in Ordnung wie deiner. Das Einzige, was er braucht, ist eine Chance. Bitte jetzt nicht die alte Leier, ja? Ich will nichts als in Ruhe und Frieden diese Woche Ferien genießen. In einem Haus, in dem gestern dein Geist zu Besuch war. Bernie, warum schläfst du denn gleich den ganzen Karton? Gib her. Jetzt lass doch. Bernie kann die blöde Mitleidstour nicht vertragen. Aber ihr Weiber müsst ja immer die Mami raushängen, wenn einer ein Gewiechen hat. Hier, Tom. Ach. Nicht gerade Eis gekühlt. Dank dir, Bernie. Ja, ja, das war's. Das war's, was mir gefehlt hat. Du kennst Bernie? Nein, ich stell mir lieber was kalt. Hoffentlich ist ein Kühlschrank in der Küche. Na, lass uns doch mal ein bisschen umsehen. Also, ich verstehe euch nicht. Ihr könnt da jetzt nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Wieso? Ist doch das Beste, Dodo. Was sollen wir uns verrückt machen lassen wegen so einem Missverständnis oder was? Eben, du lässt dich viel zu schnell aus der Fassung bringen, Schwesterlein. Ihr habt Nerven. Also gut, ich such mir mal die Küche. Jedenfalls, die Hütte ist goldrichtig. Oder gefällt sie dir nicht, Tom? Bernie, ich weiß doch genau, was in deinem Kopf rumspukt. Meinetwegen musst du vor Dodo nicht den Treuen markieren. Hättest du ruhig sagen können, dass ich gestern über Mittag nicht in der Werkstatt war. 2 Stunden. Oder waren es 3? Oder 4? Hä? Aber ich war nicht hier, Bernie. Verdammt nochmal, ich war bei Gisela, wie ich es dir gesagt habe. Wir können sie ja anrufen. Mein Gott, was soll denn das? Ich habe doch nicht einen Augenblick daran gedacht, dass du hier gewesen sein könntest. Ja, wozu denn? Oh, scheiß Spiel. Wo sind denn? Wo habe ich denn meine Zigaretten? Hier. Nimm eine so lang. Dodo! Bist du in den Ausguss gefallen, oder was? Was ist das denn? Hä? Was hat sie denn jetzt schon wieder? Und du warst doch hier, Tom. Dodo, allmählich ist das nicht mehr witzig. Und die Bierbüchse? Wo hast denn die her? Die lag im Abfalleimer. Also, wenn die Leute, die vor uns hier wohnten, weggeworfen haben. Hier ist alles blitzsauber, hier ist gründlich geputzt worden. Nur diese eine leere Bierbüchse. Und ausgerechnet deine Sorte, Tom. Deine Sorte, die du dir immer extra schicken lässt. Dodo, wenn ich wirklich hier gewesen wäre und hätte es euch nicht wissen lassen wollen, aus welch idiotischem Grunde auch immer, meinst du, ich wäre dann so blöde gewesen, die Büchse hier zu lassen? Aber mir geht allmählich ein Licht auf. Jawohl, allmählich kapiere ich. Jetzt verlier du nicht auch noch die Nerven. Ich bin die Ruhe selbst. Aber ich verstehe, was da gespielt worden ist. Irgendjemand hat da gemeint, sowas wäre komisch, dem Tom eins auswischen. Ja, so eine Art Psychotrip, dass ich das große Knieflattern kriegen soll. So ein Schwachsinn kann sich eigentlich nur einer ausgedacht haben. Steht mir gewaltig nach deinem Ex-Freund, Dodo. Lass Uli aus dem Spiel. Der hat ja nicht mal gewusst, dass wir verreisen, geschweige denn wohin. Ja, da hat sie ja recht, Tom. Du hast ja selbst gesagt, niemand kriegt unsere Adresse. Du willst keine ungebetenen Besucher. Ja, und außerdem hast du... Was noch? Was außerdem? Außerdem weiß ich nicht, wie man hier überhaupt ohne Auto herkommen soll. Ja, und Uli hat ja keinen Führerschein mehr. Aber wer war es dann? Wer hat ein Interesse daran, dass es heißt, Tom Klinger war schon da? Wer? Hol mir das Gepäck. Lass uns wieder nach Hause fahren. Bitte, Tom. Dodo, wir wollen uns doch von sowas nicht die Stimmung verderben lassen. Der tapfere Bernie fürchtet sich nicht. Hör auf, Tom. Lass uns noch ein bisschen bleiben, Bernie. So schön, so am Morgen. Na siehst du. Langsam finde ich es auch schon nur noch komisch. Die Geschichte von gestern? Obwohl ich an Geister ja eigentlich nicht glaube. Ach nee. War Tom doch nicht die ganze Zeit in der Werkstatt? Naja, musste ja schließlich seiner Gisela noch ein kleines Abschiedsküsschen geben. Also wenn er wirklich hier gewesen wäre, dann ist er Formel 1 gefahren. Komm, gehen wir lieber. Er ist sicher schon auf. Na und? Ich hab Hunger. Mach mir nichts vor, Bernie. Du willst ihn doch bloß nicht warten lassen. Der schläft bestimmt noch. Der hat schon als Kind gepufft bis in die Puppen.
Frag nicht, wie oft meine Mutter ihm meine Entschuldigung geschrieben hat, bloß weil der Herr nicht aus den Federn kam. Das hätte ich mir mal erlauben sollen. Wenn man euch beide so sieht, dann meint man gar nicht, dass du die Ältere bist. Sind ja nur anderthalb Jahre. Trotzdem, ich dachte immer, ältere Schwestern, die hätten das Sagen. Siehst traurig aus, Dodo. Ach was. Ich hab's so gern, wenn du lächelst. Wieso? Grins, grins? Ach, du weißt schon. Ich habe immer gedacht, Möwen gäb's nur am Meer. Guck mal. Wenn du lächelst, ich meine, richtig, dann denke ich immer an Anemone. Anemone? Die Blume. Ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, wie die aussehen. Aber ich meine, die müssten so sein wie du. Wie? Naja, eben anemonisch. Ja. Er fehlt dir nicht. Ach, lass doch. Seit du mit ihm Schluss gemacht hast, vor 2 Wochen, da hast du nie mehr ausgesehen wie eine Anemone. Sind das nicht Buschwindröschen? Ihr kommt wieder zusammen, du und Uli. Warum sagst du das? Weil ich es mir wünsche. Für dich. Bernie, ich hab dich gern. Ich wünschte, du wärst... Dein Bruder, ich weiß. Sag mal, glaubst du auch, ich hätte Uli fallen lassen wie eine heiße Kartoffel? Bloß weil er da einmal Mist gebaut hat? Ich denke, da wird schon was vorausgegangen sein. Uli ist einfach ein... Wie soll ich sagen? Ein Schwächling. Ja, so ungefähr. Das klingt nach Tom. Na und? Manchmal hat Tom eben auch recht. Er hat immer gesagt, der Uli, das ist kein Mann für dich. Uli ist eben ein ganz anderer Typ als Tom. Vielleicht habe ich ihn deswegen so gemocht. Gerade deswegen. Ach, du magst ihn doch jetzt auch noch, Dodo. Das sehe ich doch. Geh zu Uli zurück. Nach dem Krach. Ihr hattet doch nur Zoff, weil du ihm Vorwürfe gemacht hast. Kann man schon denken, wie du ihn auseinandergenommen hast. Bernie, Uli war Taxifahrer. Das war sein Job und darauf wollte er aufbauen. Da lässt man sich doch nicht einfach volllaufen und setzt sich besoffen ans Steuer. Du warst doch nicht dabei an dem Abend. Also hör mal, an der Tatsache ist da wohl kein Zweifel. Ich war dabei. Und Tom auch. Ich mache euch ja keine Vorwürfe, dass ihr es nicht verhindert habt. Uli hätte das selbst wissen müssen. Weißt du, ich habe mich nicht getraut, es dir zu sagen. Aber jetzt möchte ich doch, dass du es weißt. Was? Der Uli. Du, der hätte nie so getrunken an dem Abend, wenn Tom nicht gewesen wäre mit seiner dicken Show, die er da abgezogen hat. Ein ganzer Tisch voller Leute, die alle wussten, dass Uli mit dir befreundet ist und... Ist das wahr? Ja, ich hätte es dir natürlich gleich sagen sollen. Aber du, ich kam mir halt beschissen vor. Vielleicht wäre das auch gar nicht so gekommen, wenn ich dazwischen gegangen wäre. Ich meine, wenn ich nicht so bloß zugehört hätte, wie Tom den Uli heiß macht. Bernie, warum bist du nicht längst weg von ihm? Und du? Ich? Du hättest damals doch bestimmt auch woanders einen Job gefunden. Warum musstest du Tom hinterherziehen? Tja, warum? Zu Hause wollte ich ihm nicht mehr bleiben nach der Lehre. Aber bei dir ist es doch was anderes. Du schließt dich mein Freund oder etwa nicht? Ich will mich sogar in den Ferien dabei haben, wie du siehst. Meinst du, der hätte uns mitgenommen, wenn Gisela nicht gerade in ihrem Examen stecken würde? Geh weg von ihm, Bernie. Und von dir auch? Willst du das? Ach, Bernie. Weißt du, nachdem du gekommen bist damals, vor 2 Jahren, und als Tom dich dann immer mitbrachte, wenn wir irgendwo zusammengesessen haben, da dachte ich, da ist sowas wie eine Aufgabe für mich. Dass ich Acht gebe auf dich, damit du selbst bleibst. Nicht so wie ich. Aber dann an dem Abend mit Uli, ich wollte, aber ich hab's einfach nicht gebracht, Dodo. Ich bring's nicht. Das habe ich endgültig begriffen an dem Abend. Ich bring's nicht. Wäre ich da bloß nicht mitgefahren. Lass uns jetzt gehen, er wird warten. Ich habe wirklich geglaubt, die Reise, das sollte so eine Art Trostpflaster sein. Sollte mir drüber weghelfen, über die Sache mit Uli. Sollte es wohl auch. Weißt du, ich denke oft drüber nach. Auf irgendeine Weise meint er es ja gut mit seinen Vögeln im Käfig. Wir kommen nicht gegen ihn an, Bernie. Wart's ab. Vielleicht doch. Gehört das Boot Ihnen? Es gehört uns nicht, aber wir haben es gemietet. Darf ich ein bisschen rein und schaukeln? Verschwinde. Ich mach doch nichts kaputt, nur mal schaukeln. Fisch ab, hast du gehört? Ja doch. Magst du keine Kinder, Bernie? Der soll woanders spielen, komm jetzt. Ach, geh schon vor, ja? Sag Tom, ich komme in ein paar Minuten nach. Schon gut, aber lass uns nicht so lange warten, ja?
Röder. Morgen, Herr Brohmann. Wollten Sie zu uns? Ja, ich wollte gerade mal bei Ihnen reinschauen. Ich weiß gar nicht, ob Tom schon auf ist. Wir haben noch gar nicht gefrühstückt. Ja, ich habe Sie auf dem Steg gesehen, Sie und Fräulein Klinger. Ich dachte, Sie waren vielleicht schon mit dem Boot draußen. Nein, nein. Tom will sich ja erst noch Angelzeug besorgen. Ja, das bekommen Sie in Billerbach. Sehr gut. Wir müssen nachher sowieso fahren. Und uns ein paar Lebensmittel besorgen. Ich freue mich immer, wenn einer mal noch ein zünftiges Ruderboot bestellt. So ein Kahn ist doch viel beschaulicher als diese Motorboote. Ja, sicher. Nur für mich kommt das sowieso nicht in Frage. Warum denn? Wasserscheu? Rudern? Mit einem steifen Arm? Ach so, ja, Entschuldigung. Eine Verletzung? Ein Unfall. Schon als Kind. Aber sagten Sie nicht gestern, Ihr Freund wollte, dass Sie rudern lernen? Tom meint immer, er könnte noch einen Leistungssportler aus mir machen. Ja, warum wollten Sie uns sprechen? Ja, ich dachte, ich höre mal, ob sich noch was ergeben hat wegen der verrückten Geschichte von gestern. Ihr Freund hat sich da bloß einen Witz erlaubt, stimmt's? Der war doch schon vorgestern da. Ja, er sagte nein. Ich kann mir das auch schlecht vorstellen. Also meine Frau war ganz durcheinander. Sie sagte, Herr Klinger, der ist doch kein junger Spund mehr, der macht doch auch gar nicht den Eindruck, als hätte er was übrig für solche Kinder. Naja, so den Eindruck macht er doch nur wirklich nicht. Sagten Sie nicht, Sie arbeiten bei ihm? Er hat einen Reparaturbetrieb. Radios, Fernsehen. Bestimmte Goldgrube, was? der ist nicht gerade am Verhungern. Ja, das müssen Sie mir mal näher erzählen, wie man da so rankommt, ja. Ja, das wäre vielleicht etwas für meinen Sohn. Tja. Haben Sie eine Lehre gemacht? Mit einem steifen Arm? Nee. Ich hatte mal eine kaufmännische Lehre angefangen. Ja, aber dann... Ja. Tom suchte gerade ein Mädchen für alles in seinem Laden. Was willst du dein Leben lang am Schreibtisch kleben, hat er gesagt. Komm zu mir, ich zahle dir ein gutes Geld. Naja, wie das halt so geht, nicht? Tja. Das ist jetzt schon fast 4 Jahre her. Kann ich mir schon vorstellen, wenn man erstmal ans volle Konto gewöhnt ist, dann will man nicht mehr auf die Schulbank, weißt du? Hey, Bernie! Wo steckt ihr denn? Aha. Monsieur haben ausgeschlafen. Ja, dann werde ich mal, ne? Ja, schönen Tag noch, ne? Danke. Guten Morgen, Frau Brohmann. Guten Morgen, Frau Klinger. Wo kann ich denn hier mal telefonieren? Bitte hier. Da steht ein Apparat. Oh, ich dachte, da wäre vielleicht irgendwo eine Zelle. Ach, ich habe sowieso draußen zu tun. Sie können ungestört sprechen. Danke. Uli? Ach nee. Hast du noch geschlafen? Ist doch das Beste, was einer tun kann, der seinen Job los ist, oder? Uli, ich möchte dich sprechen. Tust du ja. Ich bin ganz Ohr. Nicht jetzt. Ich kann hier nicht so lange reden. Bist du denn nicht zu Hause? Ich bin in Ferien. Ach, solo? Mit Bernie. Pass sie mal an. Hör auf. Du weißt genau, dass mit Bernie nichts läuft bei mir. Wir sind zu dritt. Das heißt also du, Bernie und Tom? Ja. Also, was willst du? Wenn du gewickelt werden musst, hast du dein Kindermädchen ja dabei. Uli, bitte, ich will weg hier. Ich weiß jetzt, wie das war in der Nacht, als du ausgeflippt bist. Ich hatte doch vorher keine Ahnung. Ich hab's doch nicht verstanden. Aber jetzt hat Bernie mir alles erzählt. Wieso ändert das was? Ich hab gesoffen, ich hab mich ans Steuer gesetzt. Alles ganz allein mein Bier. Uli, ich hätte es wissen müssen, dass er irgendwann versuchen wird, uns auseinanderzubringen. Ist ja nicht das erste Mal. Ziemlich späte Einsicht. An unserer alten Stelle heute Abend, bitte, Uli. Ja, meinetwegen, ruf mich an, wenn du zu Hause bist. Da gucke ich vielleicht mal rein auf den Spur. Doch nicht bei mir. Wenn Tom entdeckt, dass ich hier weg bin, dann fährt er doch sofort hinterher. Sitzt schon da, wenn ich ankomme. Ich sehe ihn schon vor mir, in dem Sessel, in dem er immer sitzt. Ganz besorgt und ganz freundlich und schon einen Drink für mich in der Hand. Warum auch nicht? Er hat ja deinen Wohnungsschlüssel.
Mein Gott, Uli, was sollte ich denn machen? Er hat es doch nie ausgenützt. Er ist uns nie reingeplatzt. Das kannst du doch nicht sagen. Aber er hätte können. Und das sollten wir wissen. Jede Minute. Bitte, Uli. Lass uns verreisen. Irgendwohin. Nur wir beide. Und nach dem Urlaub? Alles wie gehabt? Es wird alles anders. Ich versprich's dir. Bitte. Na, also dann. An der alten Stelle. 7 Uhr. Ciao, Uli. Und danke. Frau Brumann, ich bin fertig. Was kostet das? Ach, das können Sie dann ja mit der Endrechnung bezahlen. Ja gut, und sagen Sie, wo ist denn hier der nächste Bahnhof? Bahnhof? Na, der ist drüben auf der anderen Seeseite in Gelshausen. Und wie kommt man da hin? Tja, da gibt's mehrere Möglichkeiten. So, Leute, machen wir uns auf die Socken. Hast du die Liste, Dodo? Ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Nur dein Angelzeug, aber das warst du ja selbst. Ja. Zigaretten? Ja, steht drauf. Gut. Speck, ich würde mir hier gern ein paar Rühreier machen. Schon gebunkt. Entwickelt sich ja zu einer richtigen Superhausfrau. Aber ich muss ja nicht mit, ja? Ihr fahrt doch allein. Oh, natürlich kommst du mit. Tom, um 11 ist ein Turnier auf dem Minigolfplatz. Da würde ich gern mitspielen. Vielleicht gewinne ich. So, weißt du. Na, lass sie doch. Wir können ja nachher noch ein bisschen zugucken, wenn wir zurück sind. Meinetwegen. Dann sieg mal schön. Also, ich fühle mich hier schon bestens. Und du? Du, Tom, bitte halt doch mal. Ist was? Bitte. Och, mein Magen. Ich glaube, mir wird schlecht. Lass mich lieber aussteigen. Ich lauf dann langsam zurück und leg mich ein bisschen aufs Ohr. Da hast du's wieder. Ich hab dir doch schon 100 Mal gesagt, geh zu einem Facharzt. Ach was, der Köpke ist schon in Ordnung. Ja, fabelhaft ist dir. Eine Koryphäe. Du hast dauernd Bauchweh und der findet nichts. Soll ich dich nicht lieber zurückbringen? Nee, das bisschen Laufen tut mir bestimmt gut. Ja. Mach dir einen feuchtwarmen Umschlag, hörst du? Und wenn Dodo noch nicht zu ihrem Turnier ist, dann soll sie dir einen Tee aufbrühen. Ja, ist gut. Also, bis später. Ja. Entschuldigung, heißen Sie Klinger? Tom Klinger? Bin ich. Kennen wir uns? Kann ich Sie mal sprechen? Ich wollte gerade einkaufen. Ist in Ordnung, einen kleinen Moment, es ist ziemlich wichtig. Wenn es so brennt. Wollen wir irgendwo einen Schluck trinken? Ich bin ziemlich knapp in der Zeit, um die Ecke ist eine ruhige Straße, da stört uns keiner. Also, dann lassen Sie mal hören. Wer sind Sie überhaupt? Ich bin ein Freund von Bernie. Bernie Röder. Ein Freund von Bernie, den ich nicht kenne? Ist ja eine Überraschung. Ich bin froh, dass Sie alleine sind. Ich habe schon gelauert heute früh vor der Feriensiedlung. Hab mir Gedanken gemacht, wie ich Sie mal alleine zu fassen kriege. Ja, haben Sie eigentlich auch einen Namen? Den würde ich im Augenblick lieber für mich behalten. Oh, FBI oder sowas. Ja. Also, was soll denn nun das Ganze? Ich war der, der vorgestern Ihre Rolle gespielt hat. Sie? So ein bisschen ähnlich sehen wir uns ja wirklich. Und die Nickelbrille hatte ich noch vom letzten Fasching. Sie haben den Schlüssel geholt und meine Unterschrift gefälscht? War nicht schwer. Bernie hatte mir eine Vorlage gebracht. Bernie? Er heißt das, Bernie hat sich das ausgedacht. Der hat sie hergeschickt, ja? Bernie. Traut man ihm gar nicht zu, oder? Er tickt doch wohl nicht richtig, der Knabe. Hat er sich eingebildet, ich fahre ab auf sowas und fange an Gespenster zu glauben? Ich habe mir das in der Zwischenzeit auch überlegt. Da ist nämlich noch die Sache. Sagen Sie mal, mit dem Boot sind Sie noch nicht rausgefahren, oder? Nein. Ich wollte ja gerade erst Angelzeug kaufen. Wissen Sie, damit wir uns richtig verstehen, der Bernie, der hat mir mal einen Gefallen getan. Ich bin Ihnen eine ganze Menge schuldig. Bernie, der große Helfer in der Nord. Das sind ja ganz neue Perspektiven. Naja, ich bin nicht hier, um Ihnen meine Lebensgeschichte zu erzählen. War ja nur, dass Sie verstehen, warum ich dem Bernie das nicht abschlagen wollte. Naja, und ich dachte ja auch am Anfang, es sei nur ein Jux. Naja, wir haben ja auch alle sehr gelacht. Aber das ist noch nicht alles. Ich meine, nicht nur, dass ich als Tom Klinger aufgetreten bin. Sagen Sie mal, und wenn man Ihren Ausweis verlangt hätte? Ausweise kann man vergessen haben. Na also,
Da ist eben noch die Sache mit dem Boot. Mit dem Boot? Ja, ich verstehe ein bisschen was von der christlichen Seefahrt. Kleine Manipulation unter dem Hecksitz und wenn sie rausfahren, so ungefähr in der Mitte vom See, da würde ihnen der Kahn unterm Hintern wegsacken. Das ist ja ein Ding. Bernie hat mir versichert, dass sie ein guter Schwimmer sind. Sie haben ja schon Preise gewonnen. Sieh mal einer an. Diese miese, hinterhältige kleine Ratte. Aber immerhin hätte ich ihm gar nicht zugetraut, dass er so eine Nummer ausheckt. Eben. Darüber denke ich auch schon die ganze Zeit nach. Da muss ich mich ja wohl bei Ihnen bedanken, dass Sie mir dieses unfreiwillige Bad im See erspart haben. Hören Sie, Tom. Also, wir beide kennen doch Bernie. Wie Sie selber schon sagten, das alles passt irgendwie nicht zu ihm. Ich meine, so wie er mir das verklickert hat, dass er eben mal gerne erleben würde, wie dem Tom Klinger der Arsch auf Grundeis geht. Dieser Sack. Also was passt einfach nicht auf Bernie. Der mit seinem ewigen Babybauchweh und seiner ewigen Trauermine. Der lässt ja nichts raus. Aber wissen Sie, der ist am Nullpunkt. Der ist kurz vor dem Wegkippen. Wie ich ihn mal gefragt habe, wegen seiner Zukunft. Zukunft? Er hat ja bloß so komisch gelacht. Ja, und mit dem Mädchen hat er ja auch nichts. Weiß der Geier, warum der sich einredet, jede Frau, die ihn mal nett ansieht, die wäre ja bloß von der Heilsarmee. Der hat alles bis oben hin. Ich habe Erfahrung mit solchen Typen. Bei dem ist die Luft raus. Tja, und? Na, wenn der jetzt das Boot benutzen würde. Ach, der kann doch gar nicht schwimmen mit seinem steifen Arm. Eben. Sie meinen... War nur so ein Gedanke. Jedenfalls dachte ich, ich sag's Ihnen lieber. Ich möchte nicht so gerne rumlaufen, als einer, der einem Selbstmörder auf die Sprünge geholfen hat. Sie meinen, er könnte vorhaben, mit dem Boot rauszurudern? Ja. Ein Stück weit käme er auch mit einem Arm. Abzuwarten, bis ihm der Kahn unterm Hintern absäuft und er dann so blub blub hinterher... Oh Mann, das wäre aber eine reichlich umständliche Art, sich das Licht auszuknipsen. Es sei denn, er wollte, dass es so aussieht. Naja, wie es dann eben aussieht. Moment mal. Das wäre dann so gelaufen. Der fährt raus mit dem Kahn. Erst sieht's aus wie ein Unfall. Aber die Polizei kriegt dann spitz, dass an dem Kahn manipuliert worden ist. Jetzt kommen Sie der Sache schon näher. Und ich? Ich war ja bekanntlich am Vortag schon da. Ich habe ja den Schlüssel geholt, den Vertrag unterschrieben, eine Bierbüchse dagelassen. Eben, das ist es. Tom Klinger war schon da. Und Moment, da fällt mir ja noch was ein. Diese blöde Bemerkung vor dem Verwalter, ich wollte, dass Bernie rudern lernt. Das wollte der mir anhängen. Ein Mord? Einen gemeinen, heimtückischen Mord? Könnte doch sein, oder? Was habe ich ihm denn getan? Das müssen Sie mich nicht fragen. Ach, Unsinn. Das ist ein Vollidiot. Der weiß doch, dass Sie sich sofort melden würden, wenn sowas passiert. Ich meine, Sie würden doch nicht auf Tauchstation gehen und zulassen, dass ein Unschuldiger an die Galgen kommt, oder? Bernie weiß ziemlich genau, dass ich bestimmt nicht unter keinen Umständen bei der Polizei Besuch machen würde. Da ist nämlich noch eine Kleinigkeit anhängig, aber... Wie gesagt, am besten, Sie haben mal ein Auge auf unseren gemeinsamen Freund. Ja. Aber ich muss jetzt los. Warten Sie doch mal. Wenn da was passiert, das alles glaubt mir doch nachher keiner. Passions Kid, ich weiß ja nicht mal Ihren Namen. Bernie! 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 Oh, Scheiße. Hey, du! Meinen Sie mich? Du, hier lag doch ein Boot. Hast du gesehen, wer damit rausgefahren ist? Es war schon weg, als ich kam. Es war schon weg? Du, guck mal, da hinten. Hm? Da hinten, das ist doch unser Boot, nicht? Oh, Gott sei Dank. Den schnapp ich mir. Wollen Sie etwas schwimmen? Sehen Sie mal, wie die Boje schaukelt.
Ach, im Schwimmen hatte ich schon immer die Nase vorn. Nee, nicht doch. Das ist doch gar nicht ihr Kahn, sehe ich gerade. Das ist nicht unsere? Hat doch einen Außenbordmotor. Das ist das Boot vom Verwalter, das kenne ich. Ihr sehe ich nirgendwo. Nö, ist ja auch ganz wenig Betrieb heute draußen. 3 Segler und bloß ein paar Motorboote. Du, sag mal, wann bist du hierher gekommen? Das weiß ich genau, vielleicht vor einer halben Stunde so. Als sie angefangen haben mit ihrem Minigolf-Turnier. Ich habe Conny und Peter gesucht. Die spielen hier immer am Steg. Gut, hör mal, du musst mir helfen. Ich muss den See absuchen. Den ganzen See? Ja, ich fürchte, mein Freund ist draußen. Er hat einen steifen Arm, weißt du, er kann nicht schwimmen. Man braucht er doch auch nicht, wenn er im Kahn sitzt. Ja, doch, ich kann dir das jetzt nicht erklären. Ich muss jemanden finden, der ein Motorboot hier liegen hat. Du weißt doch hier Bescheid. Oh, die sind jetzt alle auf dem Minigolfplatz. Ja, nichts wie hin. Zeig mir jemanden, der so ein Boot kommt. Wo ist hier einer, der ein Motorboot hat? Ja, der Herbert, wenn wir ihn finden. Ja, suchen wir ihn, komm. Wie sieht er denn aus? Na, so ungefähr wie... Hey, da auf der Bank. Sehen Sie mal, ist das nicht Ihr Freund? Bernie! Oh, Gott sei Dank. Du, ich danke dir schön. Morgen kriegst du eine Tafel Schokolade, ja? Ja, ist schon okay, Meister. Na, Bernie? Tom, bist du schon wieder da? Was macht dein Magen? Mein Magen? Unser Boot ist weg, Bernie. Ja, ich weiß. Ach, du weißt. Also dann hast du den Verwalter schon informiert, ja? Das ist gut. Ich habe ihn draußen gesehen. Der Verwalter? Ich? Du, ich habe mit niemandem... Ich war doch spazieren... Erst noch spazieren. Mhm. Und dann, als ich zum Steg gekommen bin, da war das Boot nicht mehr da. Und du hast dir keine Gedanken darüber gemacht, wer damit rausgefahren sein könnte? Kinder zum Beispiel? Kinder? Ja. Peter und Conny. Hat mir vorhin ein Junge gesagt, sie spielen immer unten am Steg. Aber jetzt sind sie verschwunden. Peter und Conny und das Boot. Oh mein Gott. Seit einer halben Stunde etwa. Ziemlich lange Zeit für zwei Kinder, die schwimmen müssen, weil ihnen der Kahn voll Wasser gelaufen ist. Meinst du nicht, Bernie? Du weißt nicht. Ja, Zeit? Ich weiß. Ich weiß, dass du mal sehen wolltest, wie dem alten Tom der Arsch auf Grundeis geht. Ja, das weiß ich. Ja, woher weißt du denn das? Hast du wirklich geglaubt, dein sauberer Freund, der würde dicht halten? Junge, das war wohl eine Nummer zu groß. Für euch beide. Und jetzt sitzt hier nicht rum. Such die Verwalterin. Die wird wissen, wer hier ein Motorboot hat. Man muss den See absuchen. Aber das werden die nicht ernst nehmen. Die werden sagen, was kann schon passieren, wenn Kinder mit einem Kahn draußen sind. Wie soll ich ihnen denn das erklären, Tom? Mensch, du kotzt mich an. Hallo. Ich habe nicht gesehen, dass das... Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wo Frau Brohmann ist, die Verwalterin? Die ist bei den Schiedsrichtern. Danke. Wo ist denn das? Da drüben an der Kasse. Also, ein Punkt mehr, verstehst du? Also, ich habe irgendwie diesen Ball bekommen. Frau Brohmann! Einen Moment, kann ich mal stören? Klinger. Unser Boot ist verschwunden, Frau Brohmann. Wir fürchten, dass vielleicht Kinder damit rausgefahren sind. Und bei dem Wellengang heute könnte Einen es natürlich Augenblick, sein. Bitte. 43 für Herrn Zodel. Was meinten Sie? Unser Boot. Wir fürchten, dass Kinder damit vielleicht... Also mein Mann muss jetzt wirklich mal mit den Eltern reden. Das geht nicht, dass die Kinder sich dauernd an den Booten zu schaffen machen. Wenn da mal was passiert... Sagen Sie, wo ist denn Ihre Schwester? Dodo? Du musst doch hier irgendwo auf dem Platz sein. Oh nein, nein, die wollte doch zum Bahnhof. Wie viel habe ich jetzt, Frau Brohmann? Moment mal. Zum Bahnhof? Ja, zum Bahnhof. 28. Oh, da muss ich mich ja ranhalten. Meine Schwester wollte zum Bahnhof? Ja, nach Gelshausen rüber. Sie hat mich noch gefragt, wie man da am schnellsten hinkommt. Weil sie doch mit dem Auto unterwegs waren, hat sie gesagt. Und da habe ich ihr gesagt, der Bus, der geht erst mittags. Und wenn Sie es eilig haben, dann sehen Sie am schnellsten mit dem Boot drüben, habe ich ihr gesagt. Dodo.
Meine Uhr ist stehen geblieben. Kurz nach elf. 12 Stunden. Übersehen. Ich krieg das einfach nicht in den Kopf. Warum wollte sie zum Bahnhof, Bernie? Warum zum Bahnhof? Übersehen. Menschen. Einfach übersehen, einfach drüber weg. Hoffentlich ist es schnell gegangen, dass sie nicht viel gespürt hat. Sie hat das Boot kommen sehen. Ich bin schuld. Ich bin schuld. Hör endlich auf damit, Bernie. Hör auf, bitte. Ich mache dir ja keinen Vorwurf. Ich habe Dodo umgebracht. Nein, das hast du nicht. Sie war schon 100 Meter weg von dem vollgelaufenen Kahn, als es passiert ist. Sie hätte es spielen bis zum Ufer geschafft. Ich bin schuld. Ich bin schuld. Ich bin schuld und ihn wird man verurteilen. Den Motorbootfahrer? Man wird ihm zugutehalten, was der Verwalter vor der Polizei ausgesagt hat. Dass es so unruhig draußen auf dem See war, dass man leicht einen Schwimmenden übersehen konnte. Ich gehe nochmal zur Polizei. Fang nicht schon wieder damit an. Warum hast du mich auch unterbrochen, als ich alles sagen wollte? Ja, nee. Und sagst, du wärst es gewesen. Die hätten dich doch durch die Mangel gedreht. Sagst, du wärst da gewesen vorgestern, hättest den Schlüssel geholt, hättest dir mal im Jux erlauben wollen mit uns. Warum? Sowas hältst du doch gar nicht durch. Soll ich warten, bis die Bromans mit der Geschichte rüberkommen? Wärst du erst recht schwer gewesen, dich da rauszuhalten. Wem würde sie denn nützen, die Wahrheit? Dodo doch jedenfalls nicht mehr. Und wenn die Polizei den Kahn hochholt? Wenn die das Leck untersuchen? Nachdem die Broman dauernd davon geredet hat, dass die Kinder sich immer an den Booten zu schaffen machen? Bernie, du kannst ganz unbesorgt sein. Dodo ist tot und ich hab's getan. Was hast du denn getan? Hast du vielleicht meine Unterschrift gefälscht? Hast du den Kahn präpariert? Du hast doch keinen Finger gerührt. Wenn du deinen Freund reinreißen willst, dann geh und erzähl deine Geschichte. Du weißt nicht alles, Tom. Du weißt nur von dem Boot und von der Sache mit deinem Doppelgänger. Du weißt nicht, was ich wirklich vorhatte. Mein Gott, wäre ich doch nicht erst noch spazieren gegangen, wäre ich doch gleich zum Steg. Tom, ich wollte das. Ich weiß. Ich wollte das. Ich weiß alles, Bernie. Menschenskind. Sowas von einer dilettantischen Inszenierung. Du willst es nicht verstehen. Aber natürlich verstehe ich. Der Bernie hat eben durchgedreht. Eine Krise oder sowas, hm? Am besten, wir reden gar nicht mehr drüber. Ich will darüber reden, Tom. Tom, ich wollte doch, Bernie, dass Dodo... Das war doch nur für Dodo, Bernie, Tom. Aber Schuld! Zu wem von euch soll ich sagen, du bist schuld? Der Motorbootfahrer? Dein Freund? Du? Niemand ist schuld, Bernie. Niemand. Und du, Tom? Ich? Warum wollte sie zum Bahnhof? Wo willst du hin? Ich kann das nicht mehr, ich muss weg. Jetzt? Es fährt kein Bus um diese Irgendeiner Zeit. Irgendeiner wird mich schon mitnehmen. Bernie, sei doch nicht kindisch. Bernie. Tom. Pass auf. Wir beide fahren morgen, wenn die ganzen Formalitäten erledigt sind, nach Hause. Wir beide ganz allein. Klar? Na also. Und jetzt brauche ich ein Bier. Bitte sei so gut, Bernie, ja? Ja, Tom. Gleich. Das war das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo.